Krabi schon langweilig. شنو تعتقد انت مهتم بهذا الشيء وشنو اقول لك غاليه كثير اني اتفق معك وهذا شيء خطر hey just tell him this is the deal you either take it or don't got it يا اخي هذا ما يقبل ينزل السعر انت لو تشتري لو لا شيء غير معقول احنا نتحمل الخطر هذا لازم ينزل السعر he says no it's too much risk the price must come down that's not gonna happen but listen Harvey. it's not gonna happen Harvey, I need to talk to you. Wait. You got it? It's important. You need to hear this. Look, take the deal or stop wasting my time. All right? Yeah. What's up? Leo busted out of prison. What? I just got the call. Isn't he supposed to be dead? Our guy fucked up. Got himself killed by the guards. Good for nothing, piece of shit. I'm sorry, boss. Look, Sean. You need to find him. Okay? Yeah, but I'm not sure the men we have right now are not my problem. You just need to find them. You got it? I don't give a fuck how. Just make it happen. Yes, boss. Okay. So you decided? Yes. Price down or no deal. Okay. No deal. Klar. Keine Kompromisse. Das, so mache ich auch meine Deals. Ja, natürlich. Ist immer so. Preis down or no deal. No deal. Okay, no deal. Bam, bam. Ja. Was? Ja, man muss Vertrieb können, ne? Ja. Wegner, siehst du das? Das ist Freiheit. Die stinken. Das stinkt nach Fisch. Bam. I'm hungry. Me too. I even miss that shitty food we got back in the joint. I wouldn't say I miss it, but I definitely eat it. Yep. Anyway, let's head on. We should find something on the way. Man, I'd die for a burger. I'll let you know if I find a burger joint. Yeah, you do that. Ein Burger Joint? Es ist, glaube ich, eine Kette. Okay. Und das stell dir mal vor in der Show Deal or No Deal. No Deal. Bam. Okay. Das war wieder ein Teilnehmer. Das war der letzte Teilnehmer für diese Show. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit neuen Teilnehmern. Und der Frage Deal or No Deal. Hallo. Kann man da runter springen? Kann man da? Ja, ich will da runter! Sind Sie suizidgefährdet, Sir? Nein. Kann ich zum Wasserfall? Ich will den Wasserfall runterrutschen! Schade. Du hast ja auch einen Wasserfall, der ist nur kleiner. Kleiner. Oh, schön! Endlich mal wieder baden. Und hoch. Und hoch. Oh, schön. So idyllisch. Aber das muss man dem Spiel mal lassen. Umgebung können sie. Ja, auch so Ups and Downs. Also, weißt du, gerade eben wieder voll die Action. Jetzt auf einmal super ruhig, alles easy. Irgendein Juwel wird verdielt und die Leute werden erschossen. So ein bisschen so zum Runterkommen. Erstmal ein bisschen Ruhe, danach wieder Action. Und dann rennen. Und dann wieder rumrennen. Und boxen. Okay, komm her. Willst du Stress oder was? Willst du Stress oder was? Dann schlag dir die Zähne raus und Fresse raus, Junge. Ich schlag dir die Zähne in die Fresse, Junge. Was? Ja. Teamwork. You got it? Yeah, I got it. Warum klettern die nicht einfach drüber? Da sind Äste dran. Hallo. Wait. Hallo. Leo. There's a camp down there. Yeah. Oh, Lachse. But it looks empty. Yeah, you're probably right. Let's check it out. Maybe there's something to eat there. All right. Ich meine, er könnte sein Hemd wegwerfen. Dann würde das nicht so nach
Gefängniskleidung aussehen. Also, wo kommen wir denn da hin? Weißt du, ich... Ohne Scheiß, ich könnte mein Hemd wegwerfen. Da ist eine Registrierungsnummer drauf. Jeweils ein Fischfang. Okay, pass auf. Hi! Pigna! Yay! Hui! Hui! Komm her! Hui, hui, hui! No civilization, no toilet paper, fresh air, no one bugging you, cooking over a fire. Warte, da kommen sie, da kommen sie. Maybe not, but still. Hui! No toilets, well, that's char with it. Ich treib die mal zu dich rüber. Rüber. Sieht halt immer noch geil aus. Mhm. 2018 habe ich vorhin gelesen, mhm, war das Spiel. Also Hegne, wir haben hier jetzt einen Haufen Fischis. Ja, treib die mal rüber zu mir. Ich fange die, ich schwöre. Ja, du schwörst, dass du sie fängst. Wie fange ich die denn? Das frage ich mich auch. 7-Jährige im Körper eines 14-Jährigen, der 40-Jährigen. True. Ja. Blasen. I'm gonna need some more wood for the fire. I bet I can make a spear with this. I'm gonna need some more wood for the fire. Ja, ist ja gut. Ich glaube, ich brauche mehr wood for the fire. Almost there. Zensiert. Ich mach Fische. Du holst Feuerholz und ich hol mir. Ich kann auch noch mal. Just a little more. Huh? Wir brauchen auch nicht mehr. Du solltest doch Feuerholz suchen, du Arsch. Ja, mach ich. Pigs. 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 Mensch, die sind ja wie beim Super Mario. Jetzt guck mal, jetzt kommen ganz viele zu dir rüber. Mhm. Not bad. Ich hab einen. So, jetzt kannst du sie nur noch zu mir treiben. Ja, ich treib sie zu dir. Komm mal so zur Engstelle. Ja. Hallo. Hier bleiben. Und. God damn it! Okay, ich treib sie wieder zusammen. Warte, jetzt muss ich mich hier hinstellen. Und bleib einfach stehen. Ja, die sind einfach an mir vorbeigeschwommen. Oh. Geh mal auf die Engstelle zu. Und stell dich da in die Mitte hin und beweg dich nicht. Schön mit dich hinstellen. So. Jetzt schicke ich die rüber. Komm, Fischi. Bewegt euch, Fischi. Nein! Hab ihn! Jetzt. I'm a natural baby, ja. Das sah ziemlich naturell aus, ja. Hey. I'm gonna need some more wood for the fire. I'm gonna need some more wood for the fire. Ja, okay, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Holz fürs Feuer. Meinst du? Ich glaube. Ich habe hier Zweige gefunden. Ich leg den da mal hin. Hey. This should be enough wood. Ich nehme deinen Sperma mit. Was? Oh, jetzt hast du meinen Speer. Mein Sperma mitnehmen? Mhm. Ich nehme deinen Speer mit. Also ich habe deinen langen Speer in der Hand. Mal mit, ja. Was? Nimm deinen Speer mal mit. Ich habe deinen langen Speer in der Hand. Schon wieder. That tasted like shit, man. Well, you know, it is what it is. It is what it is. Du sollst auch nicht die Gräben mitessen. What about yours? I'm good.
So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking miss him, man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Zusammen können wir alles schaffen. Look, Vincent, I need to know what your story with Harvey is. Okay? All right. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey. Katze. Let me guess. Money laundering. Yeah. Money was easy. But Harvey just kept coming in with more and more cash, and I couldn't handle it. It was too risky. So I told him I wanted out. He killed my brother as a warning. After that, I lost it. I planned on killing him. But the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. So, what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. I mean, we were gonna... Wait, you hear that? Ah, shit. They're closing in. We gotta move. Ah, my fucking feet. Just suck it up. Don't worry about it, I got it, okay? Kann man nicht mal einen Moment lang Ruhe haben und romantisch am Feuer sitzen? Da will man einmal romantisch am Feuer sitzen. Aber meine Füße tun weh. Mach sie doch mal, hallo. Ja. Das wollte ich doch gerade tun. Durchkneten. Deine Käse mauken. Ja. Hey. So, you used to work in a bank, huh? Figures. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight. Ich links oder rechts? Cannon. Links oder rechts? Thanks for the compliment. Links oder rechts? You're welcome. Ich gehe links. What? Ja. You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Would you look at that? You're making progress. Ich habe einen Banküberfall gemacht. Stimmt. Hat man ja in deiner Vita gelesen. Ja, meine war auch richtig, deine nicht. Sicher? Mhm. Dir wurde ja ein Mord angehangen, den du nicht begangen hast anscheinend. Ja. Da ist ein Bauernhof. Co. Erster. Wer als letzter da ist, stinkt nach Fisch. See that house? Let's check it out. Was? Nee. Überleg dir den Satz nochmal. Du stinkst nach Fisch. Okay, was? Hm? Okay, ich hörte einen Hund. Come on, man. Come on, man. Du machst oben. Come on. Und ich mach wieder unten, okay? Ja. Da knarrt's aber ziemlich laut, hör mal. Da haben sie ein Spielelement recycelt. Ach, come on. Kikiriki. Come on, mate. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste of old Betsy. Hey. Good. I say we take them out. Are you crazy? It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean, we tied them up or something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get them out of the house. What do you have in mind? See that barn over there?
Yeah? We released the horses. Released the horses? How's that gonna help? Trust me. I'll be forced to go get them back. I don't know, man. Multiple choice. Hegne, was wollen wir machen? Letztes Mal habe ich hier entschieden, jetzt bist du dran. Hä? Ich habe doch entschieden, dass wir deinen Weg gehen. Ja. Paar überwältigen. Der hat eine Shotgun, ne? Mhm, der hat eine Schrot. Aber wir wissen auch nicht, ob wir ne, hier mit dem Auto so gut durchkommen. Was für ein Auto? Er sagt doch Pferde freilassen. Ja, Pferde freilassen. Ja, aber es ist nicht Pferde im Sinn. Ach so! Wir lassen die Pferde Ablenkung. Raus und das ist einfach nur eine Ablenkung. Ich dachte, wir kriegen ein Auto wegen Pferde, weißt du, Horsepower und so. Nee, wir ja, lenken. Also Ablenkung hört sich ziemlich gut für mich an. Ja, für mich eigentlich auch. Na dann. Okay. Hab da. Entschuldigung. Sure, whatever, man, let's try it. Okay, come on. Ja, besser wie den Frontal irgendwie, ne? Und dann kriegt einer von uns einen Schockball in die Fresse. Crap. It's locked. Oh yeah. Und jetzt schön in die Dünger rein. Leo. What else should they have? Still, you sound so sure. I mean, it could also be empty. You hear that? Yeah, I do. Hühner. Das sind ganz klar, sind das Katzen. Aneinander gewickelte Katzen. Hey, können wir, hallo? Hey, wo sollen wir denn durch? Da oben. Maybe we can find some way to reach it. Hä? Leiter? Ich glaube, ich habe da was gefunden. Das sieht machbar aus. Das machst du. Right round, baby, right round. Da kann ich jetzt schon hochklettern, das wäre ziemlich lustig. Nee, ich glaube nicht. Nein. Mach du mal, ich habe Höhenangst. Okay. Warte, ich wärme mich mal auf. Aufwärmen. Wir schaffen das. Ich bin aufgewärmt. So stellt man eigentlich keine Leiter an die Wand. Nee, ich trau mich nicht. Ich sag's doch, es sind Hühner. Ey, ohne... Achso, der hat hier Haken dran. Am Ende. Ansonsten wird es schwierig, hochzuklettern. Hm. Now we just need to let the horses out. Umgucken. Oh, ja. Let the horses out. Guck mal, ein Ballenförderer, wie cool. Enough noise to scare the horses. Benzinbits geben, Wahnsinn. Warum? Oi. There are the horses. I'm not sure about this, but let's release them. We should... One down, two to go. Yep. Let's free them all. Let's free them all. Free victory. Oh, wie süß. Fury. What about this? Nah, that's not gonna work. I wonder if I can scare a horse with this. Maybe it's too much. Was? Nein, lass mal lieber. Aber das würde Sinn machen, bestimmt. Hey, move it. Move it. Move! Damn horse! Time to scare the horses. Ja, Moment. Elektro. Don't you want to be free? Don't you want to be free? Free victory, yeah. I want to break free. Can't open this one. Want to break free. Seems like this lamp is broken. Let's see if I can get it working. Oh. Come on, let's get this thing down. Ich hab was repariert. Ja, mein Katzi. Miau. Miau. Ja, toll. Ja, Sally. Come over here and help me. Sally, ja, du läufst über mein Kabel. Mann, bist du blöd? Ah. Come on, let's get this thing down. Ob du dumm bist, habe ich gefragt. Ja, ich hab hier mein Kopfhörerkabel hier vorne am PC dran gemacht.
Und er steigt da einfach drüber und kommt mit den Hinterpfoten nicht hinterher. Und zieht mir das gerade halb vom Kopf. Spacko. Spacko. Nett, ja. Man kann sich unterhalten. To the left, to the left, to the left, to the right, to the right. Das sieht so aus, als ob wir tanzen. Naja, also ich mach was anderes mit dem Ding. Okay. Wie? Yeah. Und die rennen da einfach so raus, alles klar. Oh, hell, the horses are escaping, honey. Oh, dear. Didn't we lock the barn? Of course I did. Come on, let's go. I think the horses are escaping, honey. Das ist madness. See? I told you. Yeah. Let's just hope these horses keep running. They will.